Nach 6 Stunden ist der Höhepunkt erreicht. Aus den Medien sprechen die Geister. Vor der Barriere drängen sich die Ratsuchenden. Hat Meinungsverschiedenheiten mit ihrer Arbeitgeberin. Sie braucht 50 Cruzeiros mehr, 25 Mark. Dr. Nilo sagt ihr, sie soll festbleiben in ihrem Glauben, denn Hilfe kommt nur, wenn man stark bleibt. Eschu wird bei ihr sein. Ihr Arbeitsverhältnis wird sich bessern und sie wird die 50 Cruzeiros bekommen. Sie soll an jedem zweiten Donnerstag des Monats Eschu frische Lilien bringen und darauf achten, dass sie von frischer Farbe sind. Costa hat Schmerzen in Hüfte und Kreuz. Er fährt 12 Stunden am Tag, um seine Familie ernähren zu können. Das Auto hat er gemietet. Er lässt sich Passes geben. Die Schmerzen werden von ihm abgestrichen. Ein Arzt ist zu teuer. Außerdem sagt er, weiß man nicht, ob er hilft. Nach den Passes fühlt er sich besser. Er kauft sich eine Karte für 3 Cruzeiros und wird aufgerufen, wenn die Priesterin frei ist. Häufig überträgt sich die Trance auf die Ratsuchenden. Glaubt an Umbanda und den Einfluss der Geister. Er besucht die Kultfeiern im Tempel regelmäßig. Für ihn ist die Umbanda eine Religion und keine Sekte. Er hat ein gutes Geschäftsjahr hinter sich und möchte, dass das neue Jahr ebenso erfolgreich wird. Dr. Pinheiro macht dem Tempel Geschenke. Eschu, der durch Dr. Nilo zu ihm spricht, hat ihm gesagt, dass alles gut werden wird. Hier kommt zur Sprache, was die Menschen bewegt. Ihre Freude und ihre Traurigkeit, Probleme und Hoffnungen. Hier wird die Nähe des anderen körperlich erfahren.
für den Augenblick der Begegnung Einsamkeit aufgehoben. Die Gegenwart der Gottheit wird für den Gläubigen greifbar. Die wachsende Zahl der Anhänger der Umbanda ist schwer bestimmbar. Schätzungen schwanken zwischen 10 und 40 Millionen bei einer Gesamtbevölkerung von 100 Millionen. Costa nimmt die Anstrengungen des Trancezustands hin. Für sie ist wichtig, dass der Orisha kommt, dass er zu ihr kommt. Sie hat keine Angst davor, das Bewusstsein zu verlieren, wenn sie in Trance fällt. Im Gegenteil, je stärker der Orisha ist, umso sicherer ist sie, dass er in ihr ist. Man muss ihn in sich haben, sagt sie, man muss ihn erfahren. Er kennt ihre Probleme besser, als sie es mit Worten sagen kann. Das ist keine Sache von Worten, sondern von Erfahrung. Ursprünglich war die Umbanda die Religion der Armen und Analphabeten. Aber immer mehr Weiße und Intellektuelle wenden sich ihr zu. Ärzte und Rechtsanwälte, Schriftsteller und Künstler. Sie spüren in der Umbanda die Wiedergeburt ekstatischer Fähigkeiten. Sie machen die Erfahrung religiöser Kräfte. Sie erleben im Kult einen neuen Zugang zu sich selbst. Besteht nicht andererseits die Gefahr, dass hier die Religion zum Rausch gerät? Schafft die Ekstase Gemeinschaft auch außerhalb des Kultes? Führt ein Weg von der Ekstase in die Verantwortung für die Gesellschaft? Oder ist die Ekstase eine Art religiöser Genusssucht? Die Umbanda kennt nur den Einzelnen und seine Probleme. Sie kennt keine Sozialethik und stellt keine politischen Forderungen. Die brasilianische Regierung scheint neuerdings Sympathie für diese Art der Religion zu entdecken. 1970 wurde die Umbanda zum ersten Mal als Konfession bei der staatlichen Volkszählung geführt. Die Umbanda könnte als Druckmittel gegen die katholische Kirche geeignet sein, wenn Priester wie Helder Kamara an Einfluss gewinnen. Das Blumenopfer für die Imanja am Strand von Copacabana birgt keine soziale Verpflichtung in sich. Die Königin des Himmels und des Meeres fordert von der Gesellschaft keine soziale Gerechtigkeit und schafft die Favelas nicht ab. Beton und Glas. Die rationale Welt der technischen Zivilisation lässt den Menschen in entscheidenden Fragen kalt und ohne Antwort. Die Meinung, dass die Religion abstirbt, wenn die Technik voranschreitet, scheint auf einem Irrtum zu beruhen. Die Frage ist allerdings, welche Art von Religion sich durchsetzt. Werden es Kulte sein, die sich in ekstatischen Erlebnissen erschöpfen, oder werden es Religionen sein, in denen der Glaube auch in politische Verantwortung führt? Die Umbanda versteht sich als die Religion der Zukunft und möchte alle anderen Religionen in sich vereinen.